Einen wunderschönen guten Abend zum Webinar hier von der JFD Bank zur Verzinsentscheidung heute am 11.12.2019. Ganz kurz erstmal der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und ich habe es gerade schon mal erwähnt, leider ist erstmal der Andreas Müller noch nicht mit dabei, denn er stand vorhin im Stau und ist jetzt noch auf dem Weg ins Büro und wird dann hoffentlich später hinzustoßen, wenn dann die Pressekonferenz läuft. Und ich denke, wenn überhaupt Bewegung aufkommt, merkliche, nennenswerte, nutzbare Bewegung, dann wird das höchstwahrscheinlich dann vielleicht ab 20.30 Uhr während der Pressekonferenz stattfinden. Wenn dort vielleicht das ein oder andere Statement fällt, wir werden darüber nochmal ein paar Gedanken dann eben nach der Zinsentscheidung tätigen. Von daher hier erstmal ganz kurz die Website, da werden wir ja nochmal drauf schauen, der Federal Reserve, wo man dann die Pressekonferenz live verfolgen kann. Das werden wir uns dann anschauen. Wir werden uns hier über den Twitter-Kanal LiveSquawk eben anschauen, was eben rauskommt bezüglich der Zinsentscheidung. Und das kann man dann hier relativ zügig lesen. Und wir werden uns das Ganze natürlich grundsätzlich am Markt anschauen. Ein paar Worte hin vorab erstmal von meiner Seite zu dieser Verzinsentscheidung. Wir wissen ja, dass wir in den letzten Monaten zu den letzten Verzinsentscheidungen 31.07., 18., 9. und 30.10. Das waren dieses Jahr die Daten, wo ja die Zinsen in Amerika gesenkt wurden. Immer um einen Viertel Basispunkt, also immer um 25 Zähler ging es hier dann von den Zinsen gen Süden. Das wurde auch vorher dann immer erwartet. Wir hatten dort immer auf diesen Fed-Countdown geschaut. Das hatten wir heute in den Livestreams, in den Live-Trading-Räumen auch schon gemacht. Das können wir auch nachher gerne nochmal tun. Was man da dann rauslesen kann, aber grundsätzlich ist es so, dass die Masse und annähernd 100% der Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Zinsen heute nicht gesenkt werden und dass dann eben schlussendlich gegebenenfalls kommendes Jahr die Zinsen um einen beziehungsweise vielleicht maximal zwei Schritte gesenkt werden. Und ich denke, das wird auch das Kernthema sein, auch während der Pressekonferenz, was dort eben grundsätzlich gesagt wird, wie die aktuelle Lage eingeschätzt wird, wie das kommende Jahr eingeschätzt wird, ob hier vielleicht gesagt wird, nein, wir werden kommendes Jahr wahrscheinlich die Füße stillhalten und nicht senken oder eben doch, ja, die Wahrscheinlichkeit etwas aufrechterhalten, dass die Zinsen gesenkt werden. Das ist auf jeden Fall vom Markt aktuell erwartet. So, das sind erstmal die Kernpunkte vor dieser Verzinsentscheidung. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal eben hier im charttechnischen Bild an. Dazu blicken wir mal ganz kurz auf die Trading-Wochenanalyse. Wir haben jetzt noch 7 Minuten, also hier ist noch genug Zeit, jetzt auch nochmal kurz abzuschweifen. Ihr wisst, ich mache ja am Wochenende mal so eine Trading-Wochenanalyse. Auf dem YouTube-Kanal von JFD kann man das finden. Und unabhängig, ob eine Verzinsentscheidung kommt oder auch was mit der Thematik China-USA passiert etc. pp., schaue ich mir das Ganze ja charttechnisch an. Suche mir wichtige charttechnische Punkte und mache mir Gedanken, wie ich an bestimmten Punkten, in bestimmten Situationen idealerweise handeln wollen würde. Und wir hatten hier dann eben aus der vergangenen Handelswoche oder aus den vergangenen Handelswochen wichtige charttechnische Punkte, in etwa auch der Bereich um die Marke Pi mal Daumen 27.700 oder so ein Stück weit tiefer. Da ist so ein richtungsentscheidender Bereich, auch etwas höher im Bereich um die Marke 27.875, ist ein für mich richtungsentscheidender und wichtiger Bereich. Oberhalb wäre es für mich eben eher für diese Handelswoche interessant gewesen, die Long-Seite zu handeln. Etwas tiefer unterhalb der 875 vorsichtig schon mal die Short-Seite, allerdings mit noch gewisser Vorsicht. Und wenn wir dann unter diese 27.700 beziehungsweise unter 27.680 rutschen, dann ist es für mich etwas klarer wieder auf der Short-Seite und ich würde dann eben auch etwas stärker eben auf der Short-Seite handeln. Wir sind mehr oder weniger in einem nichtssagenden Bereich. Das speichern wir mal so ein wenig ab und können wir auch gerne dann schlussendlich nachher nochmal draufschauen. Und wir blicken mal auf dieses Bild. Wir erinnern uns, 8,75, das ist so der richtungsentscheidende Bereich und beziehungsweise dann eben auch der Schlusskurs des gestrigen Tages, der Bereich um die Marke 28.000. Und hier eben jetzt dieser richtungsentscheidende Bereich um die Marke 8,75. Wir sind knapp darunter, aber das bedeutete ja, dass ich hier diesen leicht roten Strich gezeichnet habe, wo ich hier drunter schon vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig schon mal die Abwärtsseite grundsätzlich versuchen wollen würde, aber das charttechnische Bild erst
ab diesem Bereich hier unten, also um die Marke 700 beziehungsweise knapp darunter. Hier wird das charttechnische Bild für mich persönlich etwas klarer Short, beziehungsweise wenn wir, und da hat das die Geschichte des Marktes hat sich in den letzten Tagen schon quasi so ein wenig fortgesetzt zum Wochenende, mehr oder weniger, das hatten wir heute auch schon besprochen, wenn wir dann nach oben kommen sollten und nicht nur die 8,75, sondern jetzt auch hier diese Schiebezone, wir hatten hier schon mal so vorsichtig so eine Trendlinie eingezeichnet, also wenn wir hier nach oben kommen, diese Bereiche hier nach oben durchstoßen, dann ist es, und das mache ich jetzt mal so leicht, so hellgrün, dann wäre es eigentlich hier oben interessant, zum einen in den Schlusskursbereich zu handeln, beziehungsweise in Richtung 28.060. Das sind so die Ziele auf der Nordseite. Also wenn wir eben das Ganze positiv aufnehmen, der Markt sich etwas fängt, Richtung Norden läuft, dann möchte ich hier oben quasi die Longseite eingehen. Das werden wir besprechen, wie man das dann entsprechend machen könnte, beziehungsweise wenn wir nach unten kommen, würde ich vorsichtig, ich würde da noch nicht aggressiv handeln, sondern wenn sich eine Situation ergibt, würde ich dann entsprechend die Abwärtsseite handeln. Sollten wir wieder erwarten, wovon ich für den heutigen Tag definitiv erstmal nicht ausgehe, ich werde euch auch begründen, warum ich davon nicht ausgehe, dass es hier sich stark bewegt. Wenn wir doch wieder erwarten, stark unter Druck geraten sollten, dann würde ich halt unterhalb der 700 dann eben auch noch mich mit der Abwärtsseite beschäftigen, beziehungsweise ist das ja auch der Plan für die komplette Woche, also morgen, übermorgen würden das dann eben auch noch nach wie vor die wichtigen Bereiche sein. Ich lese mal ganz kurz im Chat. Einen wunderschönen guten Abend natürlich nochmal an alle, die mit dabei sind. Wir haben einen sehr, sehr schönen gefüllten Raum hier. So, ist das schon der merkliche Anfang im DAX einer Rezession? Stefan fragt das hier an dieser Stelle. Lasst uns gerne danach drüber sprechen, wenn jetzt erstmal in 5 Minuten die Fed-Zinsentscheidung ist. Dann schauen wir erstmal, was passiert ist. Und ich denke, wir werden dann eine halbe Stunde Luft haben, noch ein paar Punkte detaillierter zu besprechen, Fragen auch zu beantworten. Markus schreibt, ich bin seit 27.809 long. Also seit ein paar Punkten. Die Frage kurz zurück, Markus, wo liegt hier dein Stop? Hast du da Gedanken, wo wäre dein Ziel? Das sind ja dann eben noch schlussendlich dann eben auch wichtige Punkte bezüglich einer Long- oder Short-Order, eines Long- oder Short-Trades und mal schauen, was da jetzt hier schlussendlich dann passiert. 58 ist es jetzt mittlerweile schon und wir nehmen uns dafür jetzt mal die Website wieder hervor. Twitter.com LiveSquawk ist diese aktuelle Grafik, beziehungsweise ist dieser Twitter-Kanal. Das ist ein Twitter-Kanal, wo eben teilweise Erklärungen hochgeladen werden, wo News kommen, wo es um ja die wichtigsten Themen geht, die jetzt hier für die Märkte interessant sind. Da geht es eben teilweise um die eventuelle Amtsenthebungsverfahren Donald Trumps, da geht es um Zinsentscheidungen, da geht es natürlich auch um die Thematik China, USA. Also alles, was so wichtig ist, auch teilweise Infografiken werden hier hochgeladen. Also schon ein recht interessanter Kanal. Und diesen Kanal nehme ich mir unter anderem, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die man sich hier zurechtlegen kann, um im Endeffekt Informationen sicher für solche Zinsentscheidungen heranzuziehen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwie wegbekomme. So, und dann schieben wir das nochmal rüber, scrollen das nach oben und werden dann hier höchstwahrscheinlich eben jetzt in ein paar Minuten dann eben auch entsprechend die Informationen bekommen. Ich handle grundsätzlich nicht direkt auf die Fed-Zinsentscheidung. Wenn ich Positionen hätte, würde ich diese jetzt entweder schließen, je nachdem, wo sie sind, ob sie knapp im Plus sind, knapp im Minus sind, kurz vorm Stop, kurz vor einem Ziel. Ich würde versuchen, den Großteil der Positionen irgendwo, die in der Nähe des Stops oder irgendwelcher wichtiger Bereiche sind, zu schließen. Baue eben auch nicht grundsätzlich vorher dann nochmal Positionen auf. Da bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig und ich handle eben auch nicht direkt dann um 20 Uhr. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden. Bis es jetzt dann eben zur entsprechenden Entscheidung erstmal kommt und erkläre auch gleich nochmal, warum ich jetzt nicht zwingend hier handle. Also wir sind so leicht negativ für den heutigen Tag, jetzt sind es noch ein paar Sekunden und dann wird es jetzt gleich 20 Uhr sein. Jetzt ist es 20 Uhr, jetzt kommt die Zinsentscheidung im Endeffekt raus. Erstmal noch nicht, ein paar Sekunden Verspätung hat man manchmal auch, bis der Markt reagiert, aber aktuell passierte erstmal so gut wie gar nichts. Und dann schauen wir hier nochmal, ob jetzt bei Twitter hier in den nächsten Sekunden dann auch was rauskommt. Aber ich denke mal, so wie jetzt hier die Marktreaktion ist, wird es so gekommen sein, wie die Masse der Marktteilnehmer es annahm, dass entsprechend die Zinsen gleich geblieben sind. Also weder gesenkt noch erhöht worden. Und somit ist es dann auch nicht verwunderlich, dass einfach jetzt nichts bei rumkommt. Wenn jeder davon ausgeht, dass das Ereignis kommt und sich jeder schon darauf vorbereitet hat,
dann ist es im Endeffekt natürlich keine Überraschung. Ja? Stellt euch vor, wir stehen alle in der Halle und wollen rausgehen und wir wissen alle, draußen regnet es und wir ziehen uns alle Gummistiefel an und einen Regenschirm an, dann oder nehmen einen Regenschirm mit, ja, dann werden nicht die Masse auf einmal, obwohl es immer noch regnet, ohne Gummistiefel und ohne im Endeffekt Regenschirm rausgehen. So, und jetzt ist es im Endeffekt hier, dass eben ja alles gleich geblieben ist, ne? Unchanged. Also alles erstmal gleich geblieben. Das hätten wir jetzt auch an der Marktbewegung gesehen. Ne? Wenn jetzt eben wirklich wieder erwarten, nochmal eine Senkung gekommen wäre oder eben eine, sogar vielleicht eine Erhöhung wieder der Zinsen, ne? Kann ja theoretisch auch passieren, dann hätte sich hier der Markt schon extrem bewegt. Also wenn immer Ereignisse stattfinden, die ein bisschen fraglich sind oder eben im Endeffekt ja nicht erwartet wurden, dann kommen scharfe Bewegungen. So. Hier ist auch nochmal der Link, ne, zu dieser Federal Reserve. Das können wir uns dann gleich nochmal anschauen. Aber da haben wir jetzt im Endeffekt noch eine halbe Stunde Zeit und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Jetzt ist auf jeden Fall erstmal die Zinsentscheidung schon raus. Jetzt wissen alle, okay, es ist auch wirklich so, wie wir es alle angenommen haben. Und jetzt schauen wir mal, wie sich der Markt jetzt in den nächsten Minuten bewegt. Wir wissen ja, wenn wir hier so ein Stückchen nach oben kommen, ist durchaus denkbar, dass wir die Long-Seite handeln. Sollten wir hier so ein bisschen Schwäche bekommen, an diese kleinen Zwischentiefs im Bereich um die Marke 800 rankommen, dann können wir mal vorsichtig überlegen. Aber die Short-Seite, denke ich, wird ja vielleicht gar nicht so eintreten, sondern der Markt gegebenenfalls ein bisschen stärker steigen. So, Gold hat ein bisschen einen Dämpfer bekommen auf der Abwärtsseite. Wir sind hier im 30-Minuten-Chart. Wir hatten ja heute darüber gesprochen, dass der 70er-Bereich, wer eben mir heute gefolgt ist und gestern gefolgt ist in den Livestreams, in den Live-Trading-Räumen, der weiß, dass ich in Richtung 70 erstmal eine Long-Position hatte diese Woche und dass ich jetzt hier in diesem Bereich, allerdings erstmal abwartend, jetzt auch mit der Zinsentscheidung, in diesem Bereich 70 erstmal von einer Gegenreaktion ausgegangen bin. Und das ist jetzt für mich noch keine Gegenreaktion. Ja, das ist natürlich eine Reaktion nach unten mal um 2, 3 Dollar, aber eher nichts Nennenswertes. Ne? Wir sind jetzt hier noch nicht mal 3 Dollar gekommen. Also das ist keine scharfe Bewegung. Ne? Eine scharfe Bewegung wäre zum Beispiel, und das ist für Gold auch noch nicht extrem scharf, wenn hier sowas passiert, ja, oder eben auch scharfe Bewegungen nach oben, ja, innerhalb von wirklich einer kleinen Zeiteinheit, dass dann wirklich scharfe Bewegungen kommen in Richtung auf einmal 60 wieder runter oder so. Das wäre im Endeffekt eine scharfe Bewegung hier auch fürs Gold, aber das hat jetzt, tut jetzt hier der ganzen Sache noch nichts. Und der Gedanke war ja auch hier im Gold, dass eben spätestens diese Tiefs hier, ja, im Endeffekt für Widerstand sorgen. Und so ist es jetzt auch. Also hier spielt mehr die Charttechnik in meinen Augen eine Rolle, als dass es jetzt hier irgendwelche fundamentalen Hintergründe diesbezüglich gibt. Ja. Schauen wir nochmal auf den Euro-US-Dollar, ob der hat auch ein bisschen reagiert, aber wenn man sich den heutigen Tag anschaut, dann ist das auch kaum Bewegung. Also das fällt gar nicht auf. Wenn man nicht wüsste, dass jetzt hier eine Fed-Zinsentscheidung war, würde diese Kerze hier am Ende, schauen wir uns das mal kurz an, diese Kerze, die jetzt mal nach unten und nach oben mal kurz so ein bisschen ausgeholt hat, würde man gar nicht wissen, dass da jetzt eine Fed-Zinsentscheidung war. So, also das jetzt erstmal die Punkte dazu. Ja, Abraham, wir besprechen auch gerne den DAX, also wir gehen auch gerne auf den DAX ein. Allerdings muss man ja dazu sagen, wenn jetzt hier natürlich starke Bewegungen in den US-Märkten aufkommen sollten, dann würde sich entsprechend auch höchstwahrscheinlich der DAX bewegen. Aber da ich jetzt mal vorsichtig davon ausgehe, dass jetzt ja schon, das hatte ich ja vorher gesagt, mit der Verzinsentscheidung kaum Bewegung aufkommt und vielleicht auch mit der Pressekonferenz gar nicht so viel passiert, ist der DAX eigentlich jetzt zum Abend uninteressant. Ja, weil einfach hier das Kernvolumen fehlt, der Xetra DAX, der eigentliche DAX, der hat ja schon zu seit 17:30 Uhr, jetzt haben wir es 20 Uhr und wer sich mit dem DAX ein wenig auseinandersetzt, der weiß, dass eigentlich, wenn nicht gravierende Ereignisse kommen, das kann passieren mit der FOMC, also mit der Pressekonferenz, aber wenn jetzt hier grundsätzlich keine gravierenden Ereignisse kommen, dann ist ja einfach, man sieht das auch hier unten dann immer im Volumen, ja, ich zeichne das mal in den Tagen blau ein, also das Kernvolumen ist eben hohes, also die Kernhandelszeit ist hohes Volumen, hatten wir heute auch. Und in der Nebenhandelszeit quasi, jetzt habe ich es doch rot gemacht, mache ich mal das mit die Nebenhandelszeiten, dann bis 22 Uhr ist das jetzt hier hinten, ne? Da ist dann auch ein bisschen Volumen. Gehen wir erstmal nur von dem Volumen aus und dann gibt es die ja, richtigen Nebenhandelszeiten, also wo dann auch der Future erstmal geschlossen hat, wo eben bei uns wirklich Nacht ist, da ist dann wirklich absolut kein Volumen mehr. Und diese Volumenerkenntnisse, die wir hier daraus ziehen, im Endeffekt sieht man das auch im Markt, wenn Kernhandelszeit ist. Gestern war da so ein, vorgestern war ein klassisches Beispiel, heute war ein klassisches Beispiel. Wenn Kernhandelszeit ist, ist es hohes Volumen. Ja, und dann finden im Markt auch die Kernbewegungen statt. So, also wir haben hier gestern natürlich
extreme Bewegung gesehen und dann in dieser Nebenhandelszeit, ja, wenig Bewegung. Ne? In der Kernhandelszeit heute auch, ne, bis 17.30 Uhr, wirklich Bewegung und seitdem wenig Bewegung, beziehungsweise jetzt ja hier schon fast gar nichts mehr. Ne? Auch hier, ne, in der Kernhandelszeit Bewegung und in der Nebenhandelszeit ist hier gar nicht mehr viel passiert. So. Und ich denke, dass das ähnlich auch heute sein wird, obwohl wir eine FED-Zinsentscheidung haben, dass das erstmal zumindest fürs kurzfristige Bild jetzt genau das gleiche sein wird. Also, dass der DAX vielleicht ein bisschen mehr sich bewegt als normal in dieser abendlichen Sitzung, aber dass hier höchstwahrscheinlich im DAX gar nicht mehr viel passiert. Wir können dennoch gerne natürlich mal eine grundsätzliche charttechnische Analyse machen, können auch hier gerne nochmal auf dem YouTube-Kanal schauen oder ich kann euch das erklären, wie mein Wochenendplan war. Und in welchen Bereichen wir uns da jetzt befinden und was jetzt eben in den nächsten Tagen da grundsätzlich passieren kann. Gerne können wir das nochmal tun. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, bis 20.30 Uhr erstmal Luft. Aber DAX, denke ich, da wird gar nicht so viel passieren. Gehen wir mal auf den Dow Jones. Der kommt so ein bisschen nach oben. Ja, und wir kommen jetzt auch so langsam in den Bereich. Und von daher können wir uns das mal so ein bisschen, wir legen uns das mal auf den 15-Minuten-Chart und schauen uns das so ein bisschen an. Wer heute dann auch schon mal in den Livestreams mit dabei war, der weiß, dass ich hier oben heute schon mal darauf gesetzt habe, dass der Markt, hier, wir haben hier über den Tag hier oben im Bereich um die Marke so Pi mal Daumen 900, haben wir so einen Widerstandsbereich ausgebaut. Und der steht natürlich immer noch vor der Tür. Ne? Wir haben immer noch diesen Widerstandsbereich und wir haben jetzt hier so langsam diese Trendlinie. Der Markt könnte jetzt hier, das ist die Trendlinie, die wir hier eben auf dem größeren Bild gezeichnet haben, die kam in etwa so. Ja. Und jetzt kommt eine Trendlinie als Widerstand und hier kommt oben nochmal dieser 900er Widerstand, der sich heute über den Tag eben auch schon zeigte. Und die Long-Überlegungen sind ja da, wir sind ja so langsam, kommen wir in den Bereich, wo es Long interessant wird. Ich würde den erstmal hier bis hierhin laufen lassen, gucken, wie er hier reagiert, wahrscheinlich kommt er so ein Stück zurück. Ne? Und wenn er dann anfängt, wieder Gas zu geben, vielleicht sogar mit dem Breakout, das wäre dann für mich die Situation, wo ich es dann gerne auf der Long-Seite versuchen wollen würde. Ja? Also das merke ich mir schlussendlich in diesem Bereich. Um dann hier zu kaufen. Das hier unten ist erstmal, klar, der bewegt sich, aber immer noch in der Range des heutigen Tages, sowieso eben dann schlussendlich auch diese Range, die wir hier, und das sollte jetzt ein Fall werden, diese Range, die wir dann über den Tag dann immer schon mal ausgebaut hatten. Also das ist für mich jetzt noch nichts Besonderes, ja, wo ich jetzt sage, oh, jetzt kommt die Situation, wo das Ding durchgeht. Ne? Trading hat ja auch viel mit Ab- und mit Warten zu tun, dass ein Markt an wichtige charttechnische Bereiche kommt, schauen, wie ist die Reaktion an den Bereichen, um dann entsprechend dort zu reagieren. Und da ist jetzt für mich erstmal jetzt für jetzt auch die Situation der 900er Bereich schlussendlich interessant und mal gucken, wie er damit umgeht. Aktuell sind wir lediglich an den heutigen Eröffnungskurs rangelaufen. Das ist hier diese magentafarbene Linie, die ich dann immer im Chart drin habe. Und der gestrige Schlusskurs liegt hier noch ein Stück weiter oben. Und das wäre dann auch so ein Zielbereich, den ich dann erstmal jetzt angepasst an die Situation annehmen würde. Also wenn wir hier irgendwo den Long im Bereich 900 kriegen, ja, wenn das alles so funktioniert, dann wäre das zum Beispiel auch ein Zwischenziel, dass wir in den Bereich des Schlusskurses gestrigen Tages steigen. Das ist nicht weit. Das sind dann lediglich erstmal so 20 Punkte. Das würde mir in Summe nicht ausreichen. Aber das wäre so ein Zwischenziel, was eben noch zusätzlich so ein kleines Puzzleteil ist für so eine Long-Überlegung. Wenn der Markt dorthin kommt, dann würde ich sehen, dass ich diese Long-Überlegung dann eben spätestens auch Break-Even abgestoppt habe. Und dann haben wir ja eben die Bereiche weiter oben auf der Nordseite, die dann eben durchaus 28.060 hatten wir uns ja da so zurechtgelegt, die dann eben durchaus auch noch angelaufen werden können. Aber dafür muss der Markt, wie gesagt, sich erstmal ein wenig bewegen. So, dann schaue ich jetzt nochmal kurz in den Check, in den Chat. Sie zeigen den DAX, JFD, CFD, wie kann da ein Volumen sein? Im Endeffekt, Riad fragt hier völlig richtig, dass das Volumen im CFD-Bereich grundsätzlich man da so ein bisschen vorsichtig mit sein sollte, denn es ist natürlich das Volumen des Brokers, ja, beziehungsweise des Liquiditätsproviders. In dem Fall ist es nicht der Broker, sondern JFD arbeitet ja mit Liquiditätsprovidern und von dort wird das Volumen gezogen. Das ist nicht das echte Volumen, was zum Beispiel im Xetra DAX oder im Endeffekt im Future zustande kommt, aber dennoch ist hier das, was ich eben grob gezeigt habe mit dem Volumen in den Kernhandelszeiten, mit dem Volumen in den Nebenhandelszeiten, teilweise auch mit Volumen-Spikes, ja, mit Volumen zu markanten Situationen, die ja, oder dass das Bild des Volumens, so wie ich es auswerte, ist im Endeffekt trotzdem das Gleiche. Aber völlig richtig, dass das natürlich kein Marktvolumen in dem Sinne ist, dass wir hier uns den Xetra DAX oder den DAX Future als Volumen anschauen, sondern das ist natürlich das Volumen des Liquiditätsproviders oder der
der Liquiditätsprovider, wie es ja schlussendlich bei JFD dann auch ist. So, der Alex schreibt hier, Gold hat 61er Fibo mitgenommen und sind nochmal short rein, denk mal echt über, okay. Denke mal echt über Ordern nach. Weiß ich jetzt nicht, Alex, was du damit meinst. Können wir auch gerne morgen nochmal besprechen. So, Guidance schreibt, die Fed rechnet im nächsten Jahr nicht mit einer Leitzinsänderung. Quelle Guidance schreibt der Olaf sogar an der Stelle jetzt hier schon. Okay, selbst das wurde jetzt hier vom Markt noch nicht großartig verarbeitet, selbst wenn das jetzt sogar schon gesagt wurde. Warten wir mal ab auf die Pressekonferenz, was da dann schlussendlich kommt. Also es ist ja immer so, dass mit der Zinsentscheidung auch schon ein Statement dann verlesen wird oder veröffentlicht wird, was dann auch nochmal zur Pressekonferenz zur Sprache kommt. Ne? So, ich lese nochmal kurz, was der Stefan schreibt. Soll ich kurz sehen, nachdenken, die Aktien... sehr interessanter Punkt, den der Stefan hier schreibt, das stelle ich euch mal zur Verfügung. Seit gut 10 Jahren steigen die Aktien im S&P 500, Dow Jones, DAX etc. Ein gesunder Aktienverlauf bedeutet doch eigentlich, dass auch mal eine Korrektur stattfinden sollte oder beziehungsweise eine Korrektur, dass der Markt mal eine Korrektur machen müsse, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Grundsätzlich ist das so und wir hatten zwischendurch ja auch Korrekturen, nur dass diese nicht extrem ausgefallen sind. Ja, der Markt ist ja, wenn man sich mal den DAX oder auch den Dow Jones oder egal welchen Index anschaut und sich hier mal den Wochenchart zum Beispiel anschaut, dann hatten wir durchaus zwischendurch Korrekturen. Also der Markt ist zwischendurch dann auch ja immer mal wieder zurückgekommen. Und das reicht eigentlich charttechnisch aus. Wir hatten hier dann 2014, 2015 mal einen Rücksetzer. Wir erinnern uns an das vergangene Jahr 2018, da hatten wir einen Rücksetzer. Und wir sind jetzt eben quasi wieder im Jahr 2019 in einer sauberen Aufwärtsbewegung mit kleineren Rücksetzern. Also das hatten wir und man muss jetzt nicht zwingend von dem Mega-Crash ausgehen, auch wenn das teilweise schon wieder publiziert wird aus verschiedenen Quellen, wo alle schreien, ja, der Markt, der muss mal ordentlich zusammenbrechen. Das muss er nicht. Ne? Und gerade wenn das Bildgeld billig ist und wenn eben die Leute nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, dann geht das eben irgendwo hin. Und mitunter zum Beispiel eben auch in Aktien oder eben in andere Märkte, die da eben auch in den letzten Jahren teilweise ja mitgestiegen sind. Wir hatten ja teilweise alles steigend. Ja, da ist Gold gestiegen, sind die Indizes gestiegen, da sind die Renten gestiegen. Im Endeffekt sind teilweise alle Märkte positiv korrelierend gewesen, obwohl sie eigentlich negativ korrelierend zueinander sind, einfach weil es Geld günstig ist. Um es jetzt einfach mal auszudrücken. Ja, und sicherlich wird auch irgendwann mal eine vielleicht etwas schärfere Korrektur kommen, aber ich fand, dass jetzt 2018 schon für den Markt oder für das, was der Markt dort gezeigt hat und was auch vorher aufwärts ging, das war schon eigentlich eine Korrektur. Warum müssen wir jetzt hier irgendwie auf 5.000 zurückfallen oder auf 7.000 zurückfallen? Das ist nicht Pflicht, ne? Das muss nicht zwingend sein. Das ist, So, Christian fragt, hast du den Indikator für Öffnung, Schlusskurs? Sind das Kassakurse? Gehen wir nochmal zurück auf den Dow Jones. Das ist ja auch der Markt, der uns jetzt eigentlich hier interessiert. Diese Indikatoren oder beziehungsweise die Linien, die ich hier drin habe, ne, diese magentafarbene Linie und die gelbe Linie hier oben, das sind einfach Widerstands- und Unterstützungslinien, die ich farblich abgeändert habe und händisch jeden Tag anpasse. Man kann das natürlich ohne Probleme programmieren. Es gibt auch zahlreiche Indikatoren, die man sich irgendwo downloaden kann, den man dann reinzieht und der dann automatisch die Öffnungs- und Schlusskurse anpasst. Ich habe mir angewöhnt in den letzten 20 Jahren, und das mache ich wirklich schon, ich glaube, 12, 13 Jahre so, dass ich mir diese wenigen Kurse oder die wenigen Linien, Achtung im Dow, die Trendlinie, okay, dass ich mir diese wenigen Linien im Endeffekt selber händisch reinziehe, weil man dann einfach auch nochmal guckt, okay, wo war denn der Schlusskurs, ja, zieht diese Linie, das ist ja nicht viel Arbeit, das ist am Morgen nicht mal eine Minute, ja, irgendwie mal Linien kurz anzupassen. Ich habe im DAX ja sogar noch den 17.30 Uhr Schlusskurs, den ich da mal mit anpacke, und dann eben auch den Eröffnungskurs, 8 Uhr ist es in dem Fall im DAX und 15.30 Uhr im Dow Jones, das mache ich dann auch händisch. Ich gucke also, wo ist da der Eröffnungskurs oder wo ist der Schlusskurs und ziehe mir diese händisch rein, weil man einfach dadurch nochmal ein ganz anderes Gefühl bekommt und mit dem Ziehen dann vielleicht auch merkt, Mensch, das ist ja eh schon ein charttechnisch wichtiger Bereich. Und von daher ist es bei mir kein
kein Indikator, ja, diese Trendlinie. So, Kassa 15.30 Uhr und 22 Uhr, genau. Ja. So. Zeigt DAX-Chart in der zweiten Jahreshälfte keine SKS-Formation, wonach es doch abwärts gehen könnte, schreibt auch ein anderer Stefan an der Stelle. Lasst uns jetzt erstmal nochmal ganz kurz auf den Dow Jones hier eingehen. Ich muss jetzt mal gucken hier, dass wir vielleicht sogar dann eben zeitnah hier noch was eröffnen können. Ja, da ist schon noch ein bisschen Luft, ne? Den lassen wir noch so ein bisschen laufen. Zeigt der DAX nicht eine SKS in der zweiten Jahreshälfte? Da müssen wir mal das Bild ein bisschen zusammenschieben hier. Und gehen hier vielleicht mal auf den Tageschart. Wahrscheinlich ist hier Folgendes gemeint. SKS ist ja eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sicherlich sollte hier dann eben eine Schulter sein. Dann das hier oben vielleicht der Kopf. Ja, und quasi hier nochmal die Schulter. Ja, und jetzt sind wir im Prinzip nach unten gekommen. Und im Allgemeinen wird so eine SKS gerne als eine Umkehrformation gewertet. Was passiert? Oder wie kann man das erklären? Warum könnte sowas eine Umkehrformation sein? Schaut, in der ersten Schulter, also quasi in diesem Bereich, baut der Markt, Moment, machen wir einen Pfeil draus, baut der Markt ja schlussendlich neues Hoch aus. Er kommt von unten und baut ein neues Hoch aus. Hier haben wir noch keine Information. Dann ist er eine ganze Zeit an einem Widerstandsniveau, springt über dieses Mal kurz drüber hinweg, schafft es aber nicht, eben neue Hochs auszubauen, kommt relativ stark wieder zurück. Das ist dann der Kopf. Geht dann irgendwann nochmal nach oben, bleibt wieder in einem wichtigen charttechnischen Bereich hängen, kommt erneut nicht drüber. Das ist ja jetzt hier schon die erste Information. Ah, der macht ein neues Hoch, aber kommt scharf zurück. Also die Käuferseite ist nicht da, um eben Anschlusskäufe zu finden, wie es hier vorne immer der Fall war. Ja, immer kamen Anschlusskäufe, der Markt baute neue Hochs aus, der Markt lief sauber nach oben, wie es im Prinzip teilweise das komplette Handelsjahr war. Und jetzt hängen wir hier seit mehreren Wochen im Bereich um die Marke 13.300 fest, waren hier mal, das ist meine ich hier oben der 75er Bereich gewesen, also 375, sind nochmal 75 Punkte kurzzeitig höher gewesen, sind dann wieder in diesem 300er Bereich hier eben zum Erliegen gekommen, sind hier am Hängen, ja, und sind dann jetzt eben bekanntermaßen vergangene Handelswoche Montag schon mal etwas stärker unter Druck geraten. Und da wir eben dieser Ausbau dieses Kopfes schon als Schwächephase sehen, dann hier erneut der Markt nochmal die Chance hätte, ja jetzt den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen, aber es wieder nicht tut, wieder in dem Bereich zum Erliegen kommt und dann schlussendlich sogar eine Abwärtsbewegung zeigt, also wirklich Druck auf der Abwärtsseite. Somit wird dann eben gerne gesagt, okay, das sind alles Anzeichen von Schwäche und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt aufgrund dessen, weil da Schwäche ist, eben auch Chancen hat, nach unten zu laufen. Das ist für mich persönlich immer alles ganz gut und schön und man kann auch gerne diese Analyse der SKS nutzen, aber ich würde es nie als Einzelinformation nutzen, um nur auf Basis dieser Information schlussendlich meine Handelsschritte abzuleiten, sondern ich mache mir persönlich und schaut euch da gerne auf dem YouTube-Kanal, das, was ich gerade schon mal hochgefahren hatte, schauen wir da nochmal kurz drauf. Auf dem YouTube-Kanal von JFD kommt am Wochenende, manchmal am Samstag, manchmal am Sonntag, lade ich eine Analyse hoch, eine Trading-Wochenanalyse, wo ich mir die Märkte DAX, aktuell Dow Jones, Euro, US-Dollar und Gold anschaue. Und ihr habt dann auch dort die Möglichkeit, wenn ihr hier nach unten scrollt, in die Videobeschreibung, könnt ihr dann, hier sind die Märkte nochmal aufgelistet, dahinter so eine Zeitangabe. Und wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, kommt ihr direkt zu dem Markt, über den ich spreche. Ich starte meistens mit Fundamentaldaten und mache eine Einleitung. Dann starte ich mit dem DAX, dann den Dow Jones, dann den Euro, US-Dollar und dann Gold. Und hierhinter stehen im Prinzip die Zeiten, ab der ich dann über den Dow oder Euro, US-Dollar spreche. Und wenn wir hier dann eben uns zum Beispiel den Dow anschauen oder eben schlussendlich auch den DAX anschauen, dann erkläre ich auch nochmal zusätzlich meine Denkweisen. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit richtungsentscheidenden Bereichen. Das ist auch das, was ich jetzt quasi hier im Dow Jones im Prinzip mit diesem Bereich hier um die Marke 700, knapp unter der 700 habe. Das ist für mich ein richtungsentscheidender Bereich. Und da kann hier oben, im Dow Jones ist das jetzt nicht so, aber da kann hier oben, können hier drei SKS-Formationen sein. Wenn der Markt trotzdem nicht nennenswert nach unten kommt und hier Schwäche zeigt,
dann möchte ich dann auch nicht short handeln, sondern dann zeigt das charttechnische Bild trotzdem weiter irgendwie aufwärts. Es ist trotzdem vielleicht erstmal oben, schafft der Markt es nicht rauszukommen, aber er schafft es teilweise vielleicht auch nicht nennenswert nach unten zu kommen. Und von daher würde ich persönlich immer, auch wenn man SKS-Formationen sieht, oder es gibt da noch viele, viele andere Formationen, würde ich persönlich die Analyse immer weiterführen und eben schauen, wo ist der Markt charttechnisch weiter long? Wo ist der Markt charttechnisch weiter short oder wo könnte er etwas wahrscheinlicher dann doch mal nach unten wegbrechen oder ab welchen Punkten ist im Endeffekt, das ist immer meine Analyse, ne, das sind alles immer keine Handelsempfehlungen, aber die Livestreams, die ich täglich abhalte, die Live-Trading-Räume, die ich fast täglich abhalte, die zeigen, dass die Einschätzungen mitunter gar nicht so schlecht sind und dass eben auch die Denkweise daraus dann eben Trades zu generieren mitunter gar nicht, ja, so schlecht sind, ne? Und man da eben mit dieser Denkweise dann auch recht gute Ergebnisse draus holt. Denn er kann natürlich der Markt auch ohne Probleme jetzt natürlich weiter steigen, ne? Der DAX kann dieses Jahr, warum denn nicht? Der kann natürlich auch nochmal neue Allzeithochs ausbauen oder er kann eben auch wenigstens Jahreshochs ausbauen. Also in meinen Augen ist das aktuell nach wie vor realistisch, gerade wenn man sich die aktuelle Jahresperformance anschaut des DAX. Wir sind hier ungefähr 25% gestiegen. Und warum soll der nicht übers Jahr jetzt noch 27% erreichen oder vielleicht sogar 28%? Auf jeden Fall ist der Markt stark. Und ich denke, wenn man mal rein fundamental denkt, wenn jetzt einfach nur noch ein paar positive Signale seitens dem Problem China-USA kommen, was dann natürlich jederzeit passieren kann, dann ist auch der DAX ruckzuck über die Jahreshochs drüber im Bereich um die Marke 13.600 lauern die Allzeithochs und das sind aus aktueller Sicht hier, tja, gute 300 Punkte. Das ist nix. Nix für den DAX, wenn wir überlegen, wir kommen aus dem 10.000er Bereich Ende letzten Jahres und oder 10.300 und sind jetzt im Bereich oberhalb von 13.000. Ja, also sind hier knappe 3.000 Punkte gestiegen oder 3.000 Punkte gestiegen und uns fehlen jetzt noch gute 300. Also ich denke, das kann natürlich jederzeit durchaus passieren, auch wenn hier oben eine SKS lauert. Ne? Das jetzt nochmal dazu. So, Trendlinien. Nee, das ist richtig, Alex. Trendlinien sind nicht waagerecht. Ich habe mich da vorhin auch verbessert, sondern diagonal. Das ist völlig richtig. Und Widerstände und Unterstützungen sind waagerecht. Völlig richtig. Okay. Sind die Allzeithochs wirklich gesund im DAX? Kommt hier nochmal als Frage von Stefan. Stelle ich euch nochmal zur Verfügung die Frage. Und dann gehen wir mal gleich wieder auf den Markt. Jetzt haben wir es ja schon 7 Minuten vor der Pressekonferenz. Moment, die Frage. Genau. Ich sag mal, wir sind ja hier quasi in einem Trading Room, wo ich dann auch mitunter über kurzfristige Ansätze spreche. Wenn man jetzt mal ganz langfristig denkt, und jetzt vielleicht der Mai oder also nicht Sparpläne würde ich gar nicht ansprechen, aber wenn man wirklich langfristiger Investor ist oder wirklich etwas längerfristig angesetzter Swing Trader, dann ist es mitunter vielleicht eine Überlegung wert, mal zu überlegen, ob man auf diesem hohen Niveau jetzt noch Positionen eingeht mit dem Gedanken, dass wir vielleicht in Richtung 14.000 steigen im DAX. Ne? Und da würde ich auch vorsichtig sagen, naja, wir sind schon sehr, sehr heiß gelaufen. Auf der anderen Seite ist der Markt nun mal aktuell immer noch heiß. Und selbst wenn sich vielleicht eine Blase bildet, ja, worauf ja diese Frage so ein bisschen abzielt, ist das vielleicht eine Blase in den Aktienmärkten und welche Signale müssten kommen, um diese Blase quasi zum Platzen zu bringen? In meinen Augen kann das grundsätzlich auch noch 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Punkte weitergehen. Ja, sicherlich wird irgendwann der Knall kommen. Ich mache mir nur aktuell darüber keine Gedanken. Der kommt natürlich irgendwann. Aber wenn ich permanent mir Gedanken mache, kommt der übermorgen, kommt der nächste Woche, kommt der nächsten Monat, nächstes Jahr, dann hemme ich mich ja selbst, vielleicht sogar schon das komplette Handelsjahr, die Long-Seite zu handeln. Obwohl wir aus dem Bereich 10.300 in Richtung 13.300 gestiegen sind. Ja? Wenn Anzeichen kommen, charttechnischer Natur, und das ist das, was meine Aufgabe ist, auch als Analyst und als Trader, dass ich mir eben anschaue, okay, ab welchen Bereichen könnte der Markt eben etwas stärker auf der Unterseite laufen oder ab welchen Bereichen ist eben nach wie vor die Long-Seite aktiv.
Und das würde ich mir auch als etwas längerfristig denkender Händler oder Trader dann immer sagen. Denn die Entscheidungen grundsätzlich, die man trifft, man wird eh nie hundertprozentig immer richtig liegen können. Ja, man wird auch eine Fehlentscheidung treffen. Als Trader, als Investor, als Swing Trader, man kann nicht immer richtig liegen. Naja, und wenn ich dann eben doch mal in der Nähe der Hochs, was ich im Nachhinein natürlich nur weiß, gekauft habe und ich habe irgendwo einen Stop und die Position läuft in den Stop rein, ja, dann ist es so. Na, dann muss man ein richtiges Risiko-Money-Management fahren, dann auch ein entsprechendes Trade-Management haben, sodass diese Fehlentscheidung, oder es ist keine Fehlentscheidung, es ist ja ganz normal, halt nicht im Desaster endet, sondern dass man schlussendlich, ja, dann eben mal 2, 3 Fehltrades hat, die eben vielleicht von der Performance mal 2, 3%, vielleicht auch 5% kosten. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Wenn man sich aber immer wieder Gedanken macht, ist das jetzt die richtige Entscheidung, da wird man nie zu einer Entscheidung kommen. Ja, von daher, ja, die Frage ist nicht unberechtigt, sodass man hier sagt, okay, der ist schon ganz schön heiß gelaufen, der Markt, aber der kann auch noch einen Monat und 2 Monate, der kann ein Jahr. Ich bin ja so ein bisschen vorsichtig mit dem Gedanken behaftet. Ich will immer nicht sagen, ich habe die Meinung, ja, weil Meinungen an der Börse immer gefährlich sind. Donald Trump benötigt eigentlich starke Aktienmärkte, um eben auch schlagkräftige Argumente für seine Wiederwahl zu haben. 2020, November 2020. Und in seiner Amtszeit ist ohne Frage sind die Märkte doch merklich gestiegen. Ne? Und von daher ist es hier vielleicht eine Denkweise wert, mal darüber nachzudenken, dass man sagt, okay, durchaus möglich, dass eben, ich meine, er hat das Steuer quasi, man merkt das ja, er hat irgendwie das Steuer in der Hand. Er kann die Märkte lenken. Ob das nur gesund ist oder nicht gesund ist, sei jetzt auch wieder eine Frage wert. Aber er kann die Märkte lenken. Mit Twitter-Tweets, ja, zu bestimmten Themen. Ah, China-USA-Deal. Ach, ich habe keine Lust. Wir machen das erst nach der Wiederwahl, nach meiner Wiederwahl so ungefähr im Jahre 2020. Zack, die Märkte gehen nach unten. Ja, dann kommt ein Tag später, also an dem ersten Tag, am Montag vorletzte Handels- oder letzte Handelswoche, ja, oder am Dienstag kam also diese Nachricht eigentlich. Montag waren noch ein paar schlechte Wirtschaftskennzahlen. Der Markt ging in den Keller. Auf einmal war das Bild komplett düster. Am Mittwoch war schon wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und also er kann schon den Markt in gewisser Art und Weise lenken und er macht das, denke ich, auch schon mit Kalkül. Er macht das nicht irgendwie mal so, ich schüttel mal so einen Twitter-Tweet raus, sondern er weiß schon ganz genau, was er da tut. Und ich denke, dass er auch für sich die Mittel so zurechtlegt, dass er die Märkte entsprechend auch mehr oder weniger, ich meine, es kann trotzdem schief gehen, aber er versucht natürlich mit seinen Handlungen entsprechend dann auch dort so ein wenig den Markt halt, ja, ich will nicht sagen zu steuern, aber ich denke, ihr wisst, was ihr meint, was ich meine, dass er dort auch mit diesem China-USA-Ding, das zögert er höchstwahrscheinlich so lange wie es geht, nach hinten raus, ohne dass es irgendwie brenzlig am Markt wird. Und irgendwann will er eben dastehen als der große Zamperlo, der gesagt hat, ja, alles great und alles super und schaut mal und die Märkte sind auf Allzeithochniveau und ich möchte jetzt wiedergewählt werden, also geht mal an die Urne und wählt mich. Ja, und danach ist, da hat er erstmal wieder 4 Jahre Luft. Und vielleicht nimmt dann eben auch diese Trump-Euphorie, beziehungsweise eben auch, dann merken die Leute vielleicht schon, dass an einigen Punkten es auch so ein bisschen im Argen ist. Und dann kommt vielleicht dann eben mal eine Konsolidierung. Das ist nur so ein Gedanke meinerseits. Gut, 20:29 Uhr. Genau, gleich wird er dann wieder über die Fed schimpfen, genau, weil er möchte ja noch geringere Zinsen haben. Ne? Er möchte, dass die Zinsen gesenkt werden, dass eben durch, im Endeffekt sind die Zinsen ja im Verhältnis zum Rest der Welt in Amerika relativ hoch, nach wie vor noch. Er sagt ja, dass im Prinzip die USA einen Nachteil dadurch haben, dass die Zinsen dort eben so hoch sind. Ist mitunter jetzt auch nicht so verkehrt, die Denkweise, und fordert er ja, wo die Zinsen noch hoch waren bei 2,5, wirklich öffentlich die Fed auf, die Zinsen zu senken, was absolut eigentlich auch nicht sein dürfte. Ne? Aber es ist halt so. Es ist einfach so und was will man machen? Also wir werden dort sicherlich unsere Stimme nicht erheben brauchen, denn selbst wenn wir jetzt hier 200 Leute irgendwie sagen, okay, wir finden das nicht toll, dass Donald Trump mit seinen Tweets da immer den Markt hin und her ballert, wir können es ja nicht ändern. Wir müssen damit leben. Ja, wir müssen eine Strategie entwickeln, wie wir trotzdem bestehen können an der Börse. Und wenn man sagt, naja, man hat keine Chance, dann muss man es eben sein lassen und eben sagen, okay, dann warte ich auf ruhigere Marktphasen. Oder such mir andere Märkte heraus, wo vielleicht
die Reaktionen nicht ganz so extrem sind. Gut, 20.30 Uhr. Euro-US-Dollar ging jetzt im Nachhinein noch ein Stück weiter nach oben. Ist Gott sei Dank habe ich die Short-Position nicht, die ich da mal so ein bisschen über die Woche schon vertreten habe, die ich da ganz gerne aufbauen wollen würde. Wir kommen jetzt hier in einen sehr, sehr wichtigen charttechnischen Bereich für mich. Wenn der Euro-US-Dollar dort heute drüber schließen sollte, dann wäre das vielleicht vorsichtig mal ein paar Long-Gedanken wert. Genau, Christian schreibt, diese Diskussion erinnert mich ein wenig an Trade deine Meinung. Im Endeffekt, egal, ob gesund oder nicht. Genau, Trader müssen traden, was man sieht und nicht eben die Meinung. Das ist genau das, was ich im Endeffekt auch vertrete, was ich auch, wo ich jahrelang gecoacht habe, auch immer mit den Leuten extrem bis zum Abwinken durchgegangen bin. Versuche nicht zu denken oder versuche nicht Meinungen dir aufzubauen. Es darf doch nicht sein, was da passiert. Ja, der muss doch mal zurückkommen. Der Markt muss gar nichts. Das habe ich wirklich in den letzten gut 20 Jahren gelernt. Der Markt muss nichts. Der kann wie am Schnürchen weiter nach oben laufen oder wie ins Bodenlose fallen, auch wenn da Unterstützungen sind, die müssen nicht halten. Ich muss eben darauf hören, was mir der Markt im Endeffekt sagt. Gut, gehen wir mal auf diese Pressekonferenz. Können jetzt hier auf Play drücken. Und da seht ihr Jerome Powell jetzt eben nochmal vorlesen, sein Statement, und danach ist es im Endeffekt so, dass Fragen von Journalisten gestellt werden und dort dann auch teilweise so ein bisschen gebohrt wird, ja, und das dann eben auch mitunter recht interessant sein kann. Ne? In contrast, business investment and exports remain weak. Ich nehme das jetzt erstmal vom Ton wieder raus. Ist auch normalerweise nichts, was ich mir anhöre. Ne? Weil auch hier wieder, wir werden dann schon sehen, was am Markt passiert. Ich schaue mir jetzt den Euro-US-Dollar nochmal so ein bisschen genauer an. Gold kam jetzt dann auch nochmal so ein Stück weiter nach oben. Dow hängt am Eröffnungskurs exakt dran, denkt man manchmal, der ist eingeschlafen. Da gucke ich immer, ob mein Internet noch funktioniert. Ja. Kurz gucken, ich will mal kurz das Fragefeld von euch hier so ein bisschen größer schieben. So, Andreas ist mit da, sehr schön. Andreas, dann hole ich dich doch gerne mit dazu. Einen Moment. Teilnehmer. Also, muss ich kurz gucken. Nee, jetzt ist Andreas doch nicht mit dabei. Doch, da ist er. Also, Moment. Und dann machen wir den auch noch. Andreas, du bist schon vom Ton da. Ich grüße dich. Bist du gelandet? Gut angekommen. Ich lausche dir ganz aufmerksam. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank. Sehr gut, schön, dass wir jetzt zu zweit sind. Das freut mich. Der Dow kommt ein bisschen nach unten. Es ist ja bis dato noch nicht viel passiert. Euro, US-Dollar und Gold haben sich ein bisschen bewegt. Im Dow ist erstmal noch gar nichts passiert. Wir haben jetzt die Pressekonferenz ja am Laufen. Und von daher, sprich ruhig ein wenig. Wir sehen jetzt auch ruckzuck den Bildschirm vom Andreas. Und erstmal herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Willkommen auf meiner Seite. Vielen Dank für die einleitenden Worte, die du ja jetzt schon zahlreich, denke ich mal, an alle Teilnehmer gerichtet hast. In der Tat, ich habe vorher noch mal in den USA angerufen, dass bitte heute keine Panik herrschen sollte, weil ich ein bisschen im Stau stand. Und der Jerome hat mir versichert, er macht erstmal nichts und hat sein Wort gehalten. Also guter Mann auf alle Fälle. Und insofern, wen es interessiert, beziehungsweise ich habe Nachrichten gekriegt über Facebook und zwei andere Kanäle, dass ich viel Spaß beim Mittagessen haben soll. Da dachte ich, woher weiß Gott und die Welt, wo ich beim Mittagessen bin, mit wem und dass ich überhaupt Mittag esse. Und die Auflösung kam dann just wirklich beim Mittagessen. Ich war bei Heiko Behrendt und er sagte zu mir, dass er im Morgenwebinar wohl andeutete, dass er mit mir Mittagessen geht. Und deswegen hat sich das wohl rumgesprochen. Also insofern, die Welt ist klein, die Traderwelt sowieso. Und es ist auch schön, dass man sich da untereinander gut vernetzt und austauschen kann. Ja, ist schon einiges gelaufen, aber so richtig
Krasse Bewegungen gab es leider nicht, weil eben auch die Zinsen sich nicht verändert haben. Richtig zusammengefasst, oder? In Kürze. Richtig in Kürze zusammengefasst, ja, wie gesagt, Euro, US-Dollar und Gold, ja, ein bisschen nach oben laufend, für mich jetzt auch weniger interessant. Die Frage ist jetzt, ob vielleicht mit dem FOMC, mit der FOMC-Pressekonferenz jetzt noch ein bisschen was reinkommt, aber es schaut nicht so aus. Ich meine, wir haben jetzt erst 5 Minuten hinter uns, aber es ist doch sehr, sehr ruhig, ne? Vielleicht auch mal Das an den stimmt, das einen oder stimmt. anderen im Chat jetzt die Frage, ob hier noch irgendwo was getätigt wurde an Trades. Ansonsten, ja, hast du noch Ideen? Was würdest du vielleicht machen, wenn ein bisschen was aufkommt? Also, ja. Also ich könnte so ein Stück nochmal in die Vergangenheit reisen, insofern als dass ich von der meiner Morgenvorbereitung so ein bisschen was hier preisgebe, der jeden Morgen rumstreue letzten Endes. Und da hatte ich zwei interessante Dinge zum DAX, weil der DAX ja hier auch nachgefragt worden war. Den Fokus auf der 13.050, das waren ja die Freitagskurse letzten Endes, die dann mit dem Arbeitsmarktdaten eine Unterstützung boten. Und das war auch genau das Level, wo gestern der Markt nach unten weggebrochen ist. Da hatte ich ja auch im Webinar zwei Trades besprochen, die ich hier absolviert hatte. Also einmal bei 13.047 Short eingestoppt und dann nochmal etwas tiefer. Und wir waren im Webinar. Du warst ja nicht da, Markus. Du hast ja geschwänzt. Das habe ich mir natürlich vermerkt hier Ja, im im House of Moody. Fun. Das gibt einen Smiley-Abzug, wie man das heute sagt. Heute gibt es ja nicht mehr diese Noten. Es gibt einen Smiley-Abzug. Da sind wir jedenfalls mit den ZEW-Daten long gegangen in dem Bereich und hatten dann um die 60 glattgestellt, beziehungsweise den Widerstand hier herausgearbeitet, der sich aus den Bereichen Anfang Dezember ergeben hat. Also insofern hatten wir da schon sehr, sehr spannende Trading-Chancen. Dann gab es am Ende ein V-Reversal in der Tat. Also man sieht hier dieses V im DAX. Sehr Das habe selten. ich auch noch sehr selten, das stimmt. Und ich habe das auch noch mal als extra Bild gemacht, weil es so selten ist, habe ich gedacht, da muss ich den Buntstift einfach kreisen lassen, um das mal zu zeigen. Also der Tag im DAX war hier einmal zack, zack, runter, wieder hoch. Und auf der Oberseite hatte ich heute Morgen dann quasi eine bullische Tendenz vermutet, weil wenn so ein V vollzogen ist, dann gibt es ja letzten Endes nur die Möglichkeit, entweder an diese Abrisskante geht es wieder nach unten. Das wäre dann das Szenario in der Vorbörse dargestellt, wo wir hier eröffnet hatten. Entweder geht es nochmal nach unten durch und dann wäre für mich die Triggermarke diese 13.050 der Bereich maßgeblich gewesen für einen Durchbruch oder es geht mit Schmackes drüber und dann hatte ich als Ziel letzten Endes Close zu Montag. Das sieht man hier sehr, sehr gut. Das wäre hier gewesen. Und dann natürlich diese Trendlinie und die Hochs, die wir am Montag im Markt gesehen hatten und am Freitag. Also diesen Bereich wieder, diese 13.160. Und just am Morgen sprang der Markt nach oben, ist nochmal abgeprallt, hat er nochmal die 13.050 abgeholt. Also hat er wirklich für Trader jede Menge Spaß geboten, möchte ich schon fast sagen, um dann zum Schlusskurs Xetra wieder hierher zu laufen, hier in dem Bereich. Also es war charttechnisch sehr, sehr gut was geboten. Ich selber war ja, wie ich gerade sagte, bei Heiko unterwegs und habe hier letzten Endes nur einen Trade heute Morgen quasi dann hinbekommen in der Kürze der Würze, in der Kürze der Zeit und den möchte ich auch nicht vorenthalten, damit hier neben dem Live-Trading, wo ja wenig Bewegung ist, auch noch was anderes gezeigt werden kann. Und den habe ich mir hier abgespeichert, genau. Aber das der Trade, wo ich nach der Berührung hier oben, die so, so schnell vonstatten ging, also es ging hier wirklich rasant nach oben einer Kerze, der Abpraller, dann habe ich mich quasi wieder an dem Xetra-Tief letzten Endes, an dem Gap-Close vom Xetra-Montag einstoppen lassen. Auf dem Weg nach unten und habe die Position dann in dem Bereich glattgestellt. Also insofern war es ein guter Tag, trotz des Staus, möchte ich meinen. Und wir schauen nochmal live auf die Märkte, ob sich hier irgendwas bietet. Und da lege ich im Dow Jones immer sehr gerne meine Linien an. Und die Linien sind vom Tageshoch, Tagestief schon automatisiert bei JFD eingezeichnet.
letzten Endes, da muss ich nicht viel tun. Auch da hatte ich neulich ein sehr interessantes Gespräch, wo ein Kollege meinte, du machst dir jeden Morgen die Mühe, tageshoch, tagestief einzuzeichnen, und wenn sich's dann verändert, die Linie nachzuziehen. Nein, so mühevoll bin ich dann doch nicht im Umgang mit den Charts, sondern das ist im MetaTrader 4 Add-on von JFD verfügbar als quasi eine Art Indikator. Das findet man dann, wenn man unter Navigator geht, sind dann, wenn das Add-on installiert ist, diese ganzen JFD-Spielereien verfügbar, und mit einem Klick sind die letzten Endes in den Chart hinein gezaubert. Ja, jetzt kommt die Frage hier nochmal im Chat, wo genau denn der DAX-Ausblick von mir zu erhalten ist. Also den gibt es in der Regel nicht auf irgendwelchen Webseiten, sondern ab und zu mal als Gastkolumne, aber ansonsten nicht, und ich stelle es gerne in den Chat hinein. Das ist nämlich einfach die Angabe der E-Mail-Adresse, und dann bekommt ihr die oder bekommst du die DAX-Analyse jeweils vor Handelsstart. Zurück zum Dow Jones. Also man kann hier wirklich von der Bewegung, die über 28.000 gelaufen ist im Zuge der Arbeitsmarktdaten, hier eine Abwärtstendenz feststellen. Die ist nicht total sauer, weil durch diesen Spike, den wir heute vorbörslich gesehen hatten, das ist ja der Endloskontrakt, ergibt sich nur entweder diese Abwärtstrendlinie, die mit zwei Punkten manifestiert ist oder klassifiziert ist, oder man muss das Ganze etwas unsauberer nach unten zeichnen. Insofern wäre es eher eine Orientierungslinie als eine saubere Chartlinie. Wenn man sich diese Chartlinie jetzt anschaut, sind wir in dem Bereich von 27.900 durchaus in einem spannenden Umfeld, wo der Markt nach oben ausbrechen könnte. Und du schaust ja jetzt garantiert parallel auf die Notenbank-Pressekonferenz und kannst synchron übersetzen, lieber Marco, was da passiert. Ich habe nur die Daten zur Verfügung. Ich kann leider nicht gleich handeln, Linien malen und dann auch noch die Pressekonferenz verfolgen. Aber als Korrelation habe ich mir immer den Goldpreis aufgerufen und den Euro-US-Dollar, beides stark. Also hier kehrt quasi so ein bisschen Skepsis zurück an den Markt, ob der Aktienmarkt, ob er ausreichend Liquidität hat, ob die Zinssenkungen schon ausreichen, die wir in den USA gesehen haben. Insofern, solange wir hier nicht über 27.910, besser ist es, der 20-30er Bereich drüber schwappen, ist der Markt für mich eher nochmal auf der Short-Seite anzufassen. Beiden Indikatoren oder anderen Instrumente tendieren auch nach oben, und es ist selten, dass wirklich alles durch die Bank wegsteigt. Insofern suche ich hier lieber kurzfristig einen Short-Einstieg, als mich hier dem Ausbruch hinzugeben und auf ein Erreichen dieses Hochs, was zudem auch außerbörslich war, quasi einzulassen. Hattest du denn irgendwas zur Festsitzung gehandelt, Markus, oder kommentiert nur? Warte mal, ich mache mal kurz die Pressekonferenz hier wieder leise. Nein, ich habe in der Tat jetzt genau das umgedreht. Also wir hatten beide diesen 900, 910er Bereich dort als recht wichtig angesehen. Ich hatte da heute am Tage auch schon mal einen antizipierten Ausbruch versucht, allerdings wirklich mit einem kleinen Risiko. Und habe es jetzt gerade nochmal jetzt in dem Bereich 93 mit einer vorsichtigen Long-Order versucht, auch mit einem kleinen Risiko, mit dem Gedanken, dass wir im Dow nach oben weggehen. Genau im Prinzip diesen Bereich, nur dass ich ihn ganz gerne durchstoßen sehen möchte, und du möchtest halt gucken, wenn der nach unten wegdreht, wahrscheinlich dann, wenn ich ausgestoppt werde, würdest du wahrscheinlich dann die Short-Seite eingehen. Also ich habe jetzt aktuell Long-Position mit einem kleinen Risiko, auch nicht in einer großen Positionsgröße, und mal gucken, ob der jetzt dann diese 910 nach oben durchstößt, weil ich denke, wenn er das tut, dann ist er relativ zügig in Richtung 20-30, und dann ist es ja auch dein Bereich, wo du dann da ganz gerne dann auch sogar dann erst noch einsteigen möchtest und ich dann vielleicht sogar pyramidisiere in dem Bereich, ja. Ja, das stimmt. Also wir arbeiten ja alle mit denselben Charts. Insofern haben wir auch, denke ich, ähnliche Bilder. Bloß die Interpretation ist natürlich bei jedem Trader eine andere und auch die Haltedauer. Also vielleicht spekuliert der ein oder andere auf einen Durchbruch in Richtung 28.000 sogar. Also dass man am Freitag oder Donnerstag zum Wochenende hin nochmal stärkere Kurse sieht. Aber letzten Endes bin ich eher der Kurzfristige, der sich hier auf Korrelationen fokussiert. Und da ist für mich eben die Short-Seite
interessanter. Und noch dazu, wenn du long bist, kann ich dich ja gut hedgen. Dann macht das ja Sinn. Deswegen fackel ich hier nicht lange und gehe einfach in den Markt rein und setze entsprechend bei der 27.800, 900, Entschuldigung, 15 Meilen. Mein Stopp, relativ nah am Markt, wenn es hier einen durchgibt, dann möchte ich nicht derjenige sein, der hier die Gesamtzeche für alle Shorties zahlt, sondern möchte ich auch wieder raus sein. Was wäre mein Ziel bei dem Trade, was man natürlich auch immer schauen muss? Das Ziel ist natürlich zum einen das letzte Verlaufstief, das ist immer ganz gut, Tagestief, oder einer hatte hier im Chat geschrieben, DAX 10.000, das ist natürlich auch ein nettes Ziel, Dow Jones 10.000 wäre auch cool, aber ich glaube, sowas kommt nicht, also große Ausbrüche sind heute nicht zu erwarten, insofern kann man das hier eher ruhig angehen lassen. Der Markus mit K war übrigens long, und hat als Ziel im DAU, oder ist noch long, wenn ich das richtig interpretiere, was er geschrieben hat, 27.940. Das wäre also quasi hier oben. Vielleicht sieht man das in meinem kleinen Raster überhaupt nicht. Wenn wir ein bisschen größer machen. 700, genau. 27.940. Also hier dieser Bereich, das ist der Markus K. Long-Bereich, wo er als Take-Profit seine Order ausklingt, die er übrigens hier unten eingegangen ist. Also man kann sich hier als Zuhörer durchaus beziehungsweise als Moderator auch auf die Kompetenz der Zuhörer freuen. So wollte ich es formulieren. So wird ein Satz draus, denn hier entstehen sehr, sehr gute Trading-Ideen, die man dann natürlich hier auch, die ich gerne in den Raum spiele, damit andere davon, von dieser Überlegung profitieren. Ja, Es eine wird Übertreibung kann länger gehen, als man denkt. Das stimmt. also So, einiges Chips, einige Popcorn. sind long. Mal gucken, mal gucken. Es geht los, es bettelt sich long gegen short. Mal gucken, in welche Richtung sich der Markt entscheidet. Aber was eben definitiv Fakt ist, er tut gar nicht viel. Ja, es passiert nicht viel. Und im Endeffekt hat der Markus jetzt ja auch nochmal geschrieben, er ist schon raus aus dieser Position wieder, weil es einfach zu wenig ist. Also zu wenig Bewegung, zu wenig Action und ja. Ja, aber er hatte ja 80 Punkte, wenn ich das richtig durch gerechnet habe. Insofern ist das ein sehr, sehr cooler Trade gewesen. Und vielleicht kann er ja nochmal in den Chat reinstellen, was ihn dazu veranlasst hat, in dem Bereich jetzt hier long zu gehen. Ich kann es nur vermuten. Wir können ja mal dieses stille Post. Ich rate mal, warum der andere Trader genau das getan hat. Liegt es hier an diesem Bereich, diesen vielleicht unterstützenden Bereich, der hier quasi am gestrigen Tag eingezogen wurde, oder warum bist du long gegangen? Markus, schreib's ruhig mal. Mit K, natürlich. Immer ganz schwierig, ne? Ja, K und C. Ganz schlimm. So, der Euro, das war ja so ein bisschen dein Liebling. Da hast du ja auch gesagt, da kommt jetzt wieder Volatilität rein neulich und du hattest recht. Da passiert ja richtig mal was. Was ist denn da los? Hast Kacke, nur die du falsche wach Richtung. Nur die gerüttelt? falsche Richtung. Ich bin ja nicht investiert. Ich hätte genau das Ist Ganze das gerne auf richtig? der anderen Seite gesehen und wäre dann ganz gern short gegangen. Aber es kam da nicht dazu und von daher sind wir jetzt in einem Bereich über 11,09, was für mich ein wichtiger Bereich war. Aber da kann ich dir vielleicht helfen. Also, da kann ich dir vielleicht helfen. Markus, guck mal, ich habe das Ganze als Screenshot aufgenommen, als Standbild. Und wenn dir die Richtung nicht gefällt, vielleicht, ich drehe es mal ein bisschen. Nee, wird auch nicht besser, oder? Naja, Dann musst du gut. aber auch die steigenden Handy, ja, Kerzen sagt rot machen, sodass sie dann nach unten zeigen. Ja? Oh, jetzt muss ich auch noch jede Kerze rot machen. Warte, ich nehme den Buntstift. Mal. Bin da rum hier Also irgendwie. Euro, US-Dollar Nee, also ganz so einfach ist es nicht. durchbrach wunderbar mit Momentum jetzt die 1.11.09. Für all diejenigen, die da auf Breakout-Trades handeln, sind natürlich da jetzt schon gut mit dabei. Und auch Gold ist, glaube ich, ja auch weiter auf dem Weg nach oben. Genau, sind wir schon an der 75 dran und haben somit jetzt hier auch einen wichtigen Bereich nach oben durchstoßen. Und zwar den 70er-Bereich, der für mich da nicht gerade interessant war. Ja, wann wird denn der Herr Paul die Zinsen erhöhen? Er hat die Frage gerade selber beantwortet in der Pressekonferenz. So viel habe ich am Rande mitbekommen. Und zwar erst, wenn die Inflation nachhaltig ansteigt. Ja, also das ist das, worauf der Mario Draghi jahrelang gewartet hat. Darauf wartet jetzt auch der Herr Paul. Und wenn das passiert, dann wird er die Zinsen wieder anheben. Und dann könnte der Zins
Senkungszyklus auch schon wieder vorbei sein. Also wenn ich an Inflation denke, dann denke ich zum Beispiel auch an die Inflationsdaten aus China. Also das war ja auch ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das heute schon angesprochen hattest, wahrscheinlich ja, eher weniger. Frage schon immer mal auch generell China, Inflation China, ja, hat man schon in den Livestreams auch immer mal angesprochen. Also 5% hat es ja fast erreicht, 4,6, 4,7, glaube ich. Und warum? Hattest du das auch schon erörtert? Sonst hau ich das Ding raus. Nein, das kannst du gerne mal nochmal erörtern. Ja. Das hat mich nämlich total geschockt, als ich das gelesen hatte. Da musste ich zweimal lesen, ob da ein Tippfehler drin war. Und zwar ging es darum, dass es ja eine nordasiatische oder afrikanische, wie eine Schweinepest gab es ja da in dem Gebiet. Und die Chinesen essen ja auch mehr und mehr Fleisch. Also das ist so ein Luxusteil. Die trinken gerne grünen Tee, mittlerweile auch Kaffee. Da geht es in Richtung Luxus. Und bei der Ernährung ist auch weg von Reis und Bambussprossen hin zu Fleisch. Und da ist natürlich Schweinefleisch, wenn Sie es von der Universität aus Europa oder sonst woher kennen, vielleicht Lieblingsessen geworden für viele Chinesen, für viele wohlhabende Chinesen. Und durch diese Schweinepest, die dort wütete am Rande zu China und die die Exporte nach China oder von China aus betrachtet, die Importe sehr beeinträchtigte, mussten ganz viele Tiere geschlachtet werden. Und in Summe, das ist eine Zahl, die muss man sich mal vor Augen halten, waren es 200 Millionen Schweine, die geschlachtet werden mussten. Ja, und das hatte so eine Auswirkung, dass der Import von Schweinefleisch zu doppelten Preisen vollzogen werden musste und dadurch der Inflationskorb, also dieser Warenkorb, der die Inflation misst, nach oben explodiert ist. Also letzten Endes sind die Schweinepest ist schuld am Inflationsanstieg der Chinesen im letzten Monat. Wahnsinn, oder? Spannende Sache. Ja, man denkt immer gar nicht so krumm um die Ecke, ne? Was da eben auch für Gründe mal dazu führen können. Und das ist ja auch, man versucht immer vorher große Recherchearbeit zu leisten. Man versucht Wirtschaftskennzahlen auszuwerten, Statistiken auszuwerten. Und da sitzt die Schweine, die haben den Strich durch die Rechnung machen. Ja. Ne? Ja. Ja, dann kann man wirklich wie Werner Beinhardt dann auf dem Balkon schauen und rufen, die Schweine sind schuld. So ungefähr liegt das. Der Gunnar ist auch da. Ich grüße dich, Gunnar. 27.900 liegt im heutigen Bereich, ein Dreifachtop sogar. Da hat der Gunnar gut mitgezählt. Hier 1, 2, 3. Oh, wenn ich von gestern dazu nehme, 4 sogar. Wahnsinn. Also dieses Malen nach Zahlen funktioniert halt teilweise wunderbar bei solchen Spikes wie heute Vormittag. Also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis, wie es dazu gekommen ist, warum das sein musste und alles. Also die Korrektur danach ging ja sogar direkt nochmal drunter wie im DAX quasi auf Tagestief, bevor sich der Markt gefangen hat. Und das ist nichts, was sich schön traden lässt, weil in dem Moment, wo so eine Kerze entsteht, weiß man nicht, warum ist sie entstanden. Man sucht nach einer Idee oder nach einer Meldung, hat vielleicht eine Squawbox oder irgendwas an und alle fragen sich in Chats und so weiter. Also bis man gefunden hat, was es sein könnte oder dass es einfach nichts war, ist die Bewegung schon wieder zusammengefallen. Ja? Also es ist ganz, ganz schwer, sowas zu handeln. Insofern mag ich es überhaupt nicht und bin deswegen auch nicht an irgendwelchen Punkten ruckartig in den Markt gegangen. Der Markt zieht aber jetzt ein bisschen an, das macht mir ja fast schon Sorgen. Was sagt denn der Herr Paul? Denn wenn ich eine schnelle Kerze sehe und die Notenbank-Sitzungspressekonferenz noch immer in Gange ist, dann wird es wahrscheinlich daran gelegen haben. Also er sagt, stehende Repo-Fazilität braucht Zeit, sind jetzt bis auf das Jahresende konzentriert. Also die Repo-Fazilität, ein schwieriges Wort. Wer dazu etwas mehr lesen will, da gab es heute just einen sehr, sehr guten Artikel zur ganzen Repo-Geschichte. Und die Repo-Geschichte beeinflusst letzten Endes auch die Finanzbranche insofern, als dass Hedgefonds hier in die Bredouille kommen könnten. Also wenn das Thema Repo nochmal hochschwappt, ja, dann kann letzten Endes daraus eine Krise entstehen. Das waren ja damals auch bei Long-Term Capital, bei diesem Fonds, ein Problem, wo es zu einer Liquiditätsverknappung kam. Und diesen Artikel sollte man sich, gerade parallel rausgesucht, wenn ich nur in den richtigen Browserfenster nicht verlaufen, bevor ich das hier rüberschiebe an den anderen Monitor. So, jetzt müsste ich es haben. Da gab es nämlich einen tollen Artikel. Schaut euch den mal an oder schaut ihr den mal an. Der erklärt nämlich so einiges, was der Herr Paul damit letzten Endes
Ist Ihnen noch nichts? Hast du jetzt was reingegeben? Jetzt kommt was. Genau, das ist auf trading-treff. Ich kann es auch im Chat nochmal bestellen. Da ging es Repo dahinter. Das war der Top-Artikel dort. Und da geht es quasi um den Kredithebel von den Hedgefonds, wie sich das auswirkt, was es für spektakuläre Rettungsaktionen der Fed in der Vergangenheit gegeben hat. Also damals waren 1 Billion US-Dollar in Gefahr, 1998. Ja, da war eine ähnliche Repo-Geschichte in Gange, wie jetzt die Fed wieder aufgemacht hat. Das Fass die Vase, der Teufel kommt da raus aus der Vase. Ja. Und jetzt kann die Fed aber nicht mehr so stark eingreifen. Also die Billionen sitzen nicht mehr so locker. Das ist ein ganz anderer Zinssatz jetzt. Also da kann gar nicht mehr so gestupft werden. Und deswegen die Frage am Ende, kommt die Repo-Krise zurück? Das muss jetzt jeder selber lesen. Deswegen klicke ich es mal. Also der Link auch hier im Chat, wer da Lust drauf hat, kann dieses Wissen vertiefen und dann an solchen Diskussionen natürlich auch in Zukunft beteiligen. Damit es nicht immer nur so einfach gestrickt aussieht für Trader, Long, Short. Nein, es gibt durchaus Themen, wo man zwei-, dreimal hinblicken muss, auch um die Sache zu verstehen. Also für mich waren auch die Zusammenhänge nicht auf dem Silbertablett schon vorher klar, sondern ich lese mir sowas auch immer wieder gerne durch, um umfassenderes Bild von den Märkten und der Zusammenwirkung der Marktteilnehmer auf alle Fälle zu erhalten. Das ist ja nicht nur alles Markttechnik, die abläuft. Afrikanische genau. Schweinepest, genau. Sehr gut. Also, was machst du jetzt, wenn du ausgestoppt wirst? Oder eben auch nicht ausgestoppt wirst, würdest du dann nochmal was heute machen, weil wenn die Pressekonferenz noch läuft, das kann ja noch immer was passieren, oder sagst du dir jetzt, Mensch, eigentlich ist jetzt von der Bewegung her seit der Zinsentscheidung um 20 Uhr jetzt schon mittlerweile eine Stunde her, eigentlich ja gar nichts passiert, wir sind natürlich jetzt ein bisschen stärker, aber es ist natürlich, ich hatte mir das mal aufgeschrieben, wir sind am 31.07. erste Zinssenkung, sind wir kurzfristig erstmal 500 Punkte gefallen, in der ersten Stunde und dann auch längerfristig danach gefallen. 18.09. zweiter Zinsschritt sind es noch immerhin auf der Abwärtsseite mal kurzfristig 200 Punkte gewesen erstmal, um dann längerfristig betrachtet, also danach oder auch in den nächsten Tagen zu steigen. Und am 30.10. waren es dann schon nur noch 150 Punkte, allerdings auf der Aufwärtsseite. Und danach ist der Markt bekanntermaßen ja auch gestiegen. Also wir haben heute jetzt eine Bewegung von 830, jetzt aktuell von 40 Punkten. Pi mal Daumen sei, oder nee, unten sind wir noch tiefer gewesen von 800, also von, ja gut, sind es jetzt doch mittlerweile 100 Punkte, die so, aber ja in wirklich kleinen Kerzen, die da irgendwie abgelaufen sind, also sehr, sehr geringe Bewegung. Würdest du jetzt dann auch trotzdem dann was machen oder lässt es einfach sein? Also ich glaube, wenn ich bei der geringen Range ausgestoppt werde, jetzt hier bei 15, und würde ich erst abwarten, ob wir die 30, 40 wirklich noch erreichen. Also nicht nur, weil der Markus mit Carlos gesagt hat, sondern ich will es auch selber wissen. Und wenn es über diesen Bereich drüber geht und wir sind noch nicht nach 21.30 Uhr, weil die letzten 20 Minuten sollte man dann auch nie mehr aufspringen. Also da ist dann auch durch. Da finden mehrheitlich Umschichtungen noch ein bisschen statt. Hier End-of-Day-Geschichten, die vorweggenommen werden und so weiter. Also da muss man nicht im Markt sich neu positionieren. Also wenn sich jetzt bis 21.30 Uhr noch was über der 40 ergibt, dann würde ich auch noch mal long gehen mit Ziel hier. Und auf der Unterseite würde ich mich dann erst wieder einstoppen lassen, wenn wir unter die 27.885 in dem Bereich fallen würden, wenn ich ausgestoppt werde. Aber bin ich noch nicht. Insofern malen wir den Teufel mal jetzt nicht an die Wand hier. Will ich auch. Kann doch alles gut werden für mich. Ich recherchiere übrigens bei agrarheute.de, das ist eine Wahnsinnsseite. Da muss doch eine jetzt zügig Tiere vermarkten. Schweinemarkt, Exportboom, Preisrallye durch ASP in China. Auch da ist ein Artikel, genau. Schweinefleisch extrem knapp in China, Preise gehen durch die Decke. 168% ging der Preis durch die Decke. Ist das nicht krass? Ja, vor allen Dingen werden wir. Wir kommen auf sowas. Wir werden sowas auch merken. Ne? Oder man merkt, ja, natürlich. Bei uns, es wird ja dann weltweit Fleisch teurer. Ne? Aber das Bild von dem Schwein ist schon cool. Ne? Kriege ich schon wieder Hunger. Ich mag ja wieder so eine kleine Reise in Richtung Tiere. Ich mag ja Schweine, diese Steckdosennase von so einem Schwein finde ich mega cool. Wieso die Natur sowas hingekriegt hat. Aber
Aber da musst du aufpassen, wenn Kinder das zu oft sehen, nicht, dass sie dann in die Steckdose reingreifen, um das Schwein streicheln zu wollen oder so. Das gibt ein böses Erwachen oder eine coole Frisur. Auch nicht so lustig, wenn meine Tochter dem in die Nase fest. Das hat es schon mal gemacht? Gab es schon mal? Ja, oder? Nein, gab es noch nicht. Sie ist ja erst anderthalb. Sie kam noch keinem Schwein so nah. Aber bitte. Also, oder anders gesagt, ihr kam noch kein Schwein so nah. Das sage ich denn, wenn sie 18 ist. Das kannst du wahrscheinlich heutzutage schon eher sagen, aber das ist ein ganz anderes Thema mit Kindern, da müssen wir nochmal gesondert reden. Aber wir müssen auch darüber reden, warum ich punktgenau ausgestopft wurde und der Markt jetzt wieder 10 Punkte in die andere Richtung geht. Da ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen. Es gab noch keinen dynamischeren Ausbruch als diese paar Punkte. Das habe ich als Kind gemacht, deshalb bin ich heute Trader. Meinst du jetzt dem Schwein in die Nase gefasst oder in die Steckdose? Frag mal. Frage hier. Ja, in die Steckdose, der Markus. Da kommt zu uns, schreibt der Alex, wir haben ganz viele. Wahnsinn. Irgendwann gibt es ja keine Steckdosen mehr. So, also. Alles induktiv geladen. Ja, also ich sag mal, für mich ist es wirklich ein Szenario. Ich denke, hier passiert da jetzt auch nichts mehr Extremes. Also ich bin, also, Andreas ist jetzt ein paar Punkte im Minus, ich bin ein paar Punkte im Plus. Ich denke, selbst ich würde diese Position jetzt so langsam rausnehmen. Oder zumindest sehr eng den Stop of Break-Even ziehen. Weil es ist 21 Uhr und normalerweise, entweder es ist jetzt hier richtig Dampf auf dem Kessel, dann lohnt sich auch nochmal eine Stunde Arbeit. Ansonsten jetzt hier wegen so ein paar Punkten jetzt am Abend noch vorm Rechner zu sitzen und so einen Trade zu verfolgen. Ich bin nicht Trader geworden, um mir sowas dann anzutun. Von daher würde ich mich jetzt hier auch dafür entscheiden, die Position rauszunehmen und dann morgen neu anzugreifen. Ja, ich denke, morgen haben wir auch zusammen nochmal die Ehre, am Morgen uns den lustigen DAX anzuschauen. Und da ergibt sich vielleicht noch mehr, weil die Notenbanksitzung, du hattest das ja sehr gut ausgewertet, vorhin wie viele Punkte Bewegung es teilweise gab. Es ist auch interessant zu wissen, dass am Tag danach, wenn es eine große Bewegung gab, oftmals nochmal die Gegenrichtung angesagt war. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, was morgen der DAX daraus macht. Ob er hier auch wieder an der 13.160/70 rumknappert und nicht rüberkommt. Das ist ja dann der Widerstand, der sich nun schon seit letzter Woche Dienstag eingezeichnet hat. Also mittlerweile jetzt 7 Handelstage. Das ist schon eine spannende Kiste. Und deswegen werden wir beide das morgen ergründen, da vielleicht mehr Bewegung sehen als jetzt hier direkt. Und vielleicht noch der Seitenhieb zu Alex, ich glaube, der Alex hat es geschrieben. Ich habe eine doofe Linie hier eingemalt. Warum ist denn die doof? Guck mal, weil die ist doch schön, die ist doch wunderschön. Ich habe es eben nur nicht konsequent bei Bruch hier oben gehandelt, sondern mich dafür entschieden, wie Gunnar auch hier schön abgezählt hatte, die 27.900 zu shorten. Und ja, das war punktgenauer Stop. Den habe ich mehr oder weniger nach Gefühl eingegeben. Hätte auch 2 Punkte höher sein können, / dürfen. Und dann wäre hier noch gar nichts passiert. Und dann hätte ich auch noch eine Stunde hier sitzen müssen, um zu warten, was aus der Position wird. Insofern. Genau, ich wäre dann übrigens schon mal losgegangen, du hättest das Webinar dann her können. Genau. Das kennen wir ja. Lass mich nur allein hier. Ja, alles gut. Eins vorweg, auch für dich nochmal. Wir werden morgen aufgrund dessen, dass morgen auch ein sehr, sehr interessantes Webinar um 10.15 Uhr startet mit Christian Kämmerer und Frank Steger. Auch sehr interessant, werden wir morgen den Live-Trading-Room schon um 9.15 Uhr starten und auch nicht bis zum Ende durchziehen, denn der Webinarraum wird im Prinzip von den beiden Jungs dann später genutzt. Also wir werden hier morgen um 9.15 Uhr starten und so in etwa eine Dreiviertelstunde bis um 10 den Live-Trading-Room abhalten und da dann auch nochmal heute ein bisschen vielleicht die ganze Sache auswerten, auch noch schauen, was ist jetzt passiert bis um 9 und dann natürlich nach vorne blicken, was können wir da vielleicht morgen im DAX rausholen. Seid ihr herzlich dazu eingeladen. Du auch, Andreas, du bist auch herzlich. Ja, ich habe mir schon Wecker gestellt. Also. Das ist für mich voll die Umstellung, 9.15 Uhr schon hier zu sitzen. Ja, da musst du halt aufstehen. Ne? Da muss ich da mal ausnahmsweise, musst du halt mal raus aus dem Bett. Ne? Ach, ich mache das aus dem Bett. Mach mal mit Bild, oder? Nein, das möchte ich niemandem antun. Wenn du eine Schlafmütze aufhast, dann immer, ne? Nur die Mütze. Gut, also imaginär war der Stopp einfach schlecht gewählt. Aber Schwamm drüber, morgen früh aufstehen, wieder dabei sein und ich bereite gerne ein paar Folien vor. Okay, also ich wünsche allen einen wunderbaren Abend, noch viel Erfolg, wer jetzt noch weiter tradet. Wie gesagt, da wird in meinen Augen nicht mehr so viel passieren. Andreas, dir einen schönen Abend und bis morgen früh in alter Frische. Bis dahin. Bis morgen. Tschüss.